Guten Tag alle miteinander. Heute geht es mal darum, dass zwei Kanäle von unserer Bastelgemeinschaft gehackt worden sind und wir die wiederfinden könnt. Und im zweiten Teil dann wird nochmal die Schaltung gezeigt von dem letzten Mikrowellen-Re-EMF, der da dieses komische Knackgeräusch macht, ne, dass ihr mal nachverfolgen könnt, wie das eigentlich zusammengebaut ist und wir dann vielleicht mal gemeinsam dahinter kommen, was das für komische Knackgeräusche sind. Ja, den Lippi hat es jetzt erwischt sozusagen. Action for Free gibt es nicht mehr auf YouTube. Nach 10 Jahren, kurz vorm 100. Hangouts-Video, hat es ihn leider erwischt. Ich habe jetzt gerade mal mit ihm telefoniert und da geht es mal nicht davon aus, dass es ein Hackerangriff gewesen ist. Er hat gesagt, er hat sich dann eine Treiberdatei runtergeladen und das war schon so eine so dubiose Seite und über den Treiber hat er sich da höchstwahrscheinlich Trojaner oder sonst was eingefangen, was dann die Passwörter aus den Cookies von seinen Browserdaten rausgenommen hat. Und das ging bei ihm schon, ich glaube, ein, zwei Tage vorher los, bevor sie ihn dann endgültig den Kanal zugemacht haben. Da habe ich mich nämlich schon gewundert. Da wollte ich ein Video vom Action for Free verlinken und kam in den Infoteil von dem Video nicht mehr rein. Als ich in den Infoteil von Lippis Video, vom Action for Free sein Video gehen wollte, hat mir YouTube auf einmal gesagt, dass ich 1 Euro an Lippi bezahlen müsste, weil der jetzt irgendwie Premium-Account gemacht hätte. Ich habe nur dazu gefragt, hat gemeint, nee, das hat er überhaupt nicht gemacht und da ging es wahrscheinlich schon los, dass da irgendwas im Hintergrund mit seinem Kanal gelaufen ist, wo er keinen Zugriff mehr drauf hatte. Wenn jetzt irgendjemand von euch noch Videos von Action for Free hat, bitte, bitte melden. Er hat seine ganzen Videos zwar gespiegelt auf dem Spiegelserver, aber da heißt Spiegeln das, was es im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ne? Das heißt, wenn auf der Originalseite da nichts mehr ist, dann spiegelt es da auch nichts mehr. Dann kann man, da hat das eigentlich gar keinen Sinn. Das ist eigentlich voll für den Arsch, finde ich. Da kann man auch gleich eine Verlinkung irgendwo hinsetzen. Ah ja, ja. Wieder was gelernt. Ein paar Videos sind gerettet worden, aber viele, viele fehlen noch. Auch viele schöne Videos. Die AA-Challenge, die müsste wieder her. Und Solarmanifest zum Beispiel, das waren schon echt epische Sachen, wo es echt schade wäre, wenn die verloren gehen würden. Ja, ein paar Tage vorher hat es ein Roy seinen Kanal erwischt. Was da die Hintergründe waren, weiß ich jetzt nicht genau, aber er hat seinen Kanal schon wieder eröffnet, Roy Kontusch. Und er fängt jetzt schon wieder an, seine alten Videos nach und nach hochzuladen, falls ihr Interesse habt. So. Da wäre die Schaltung von dem Mikrowellen-Re-EMF. Ich gehe es jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch, damit ihr wisst, was ich hier von Kauderwelsch hingeschrieben habe. Alle Details habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Die Ladeabschaltung habe ich zum Beispiel nicht mit drin reingezeichnet, aber die dürfte eigentlich nichts ausmachen, weil die habe ich auch mal extra weggeschaltet. Also die tut dem Ganzen wirklich nichts zur Sache. Also los geht's. Hier haben wir, muss noch hinschreiben, 230 Volt. 230 Volt und 20 Ampere brauchen wir unbedingt. Also mit einer 16 Ampere Sicherung geht es nicht. Die haut es raus. 20 Ampere Sicherungen brauchen wir. Der Einschaltstrom schon ganz schön hoch ist von dem 24 Volt 62 Ampere Trafo. Deshalb hier auch der Einschaltstrombegrenzer. Und dann gibt es so ein kleines Modul, was dann einfach in Reihe dazu mitgenommen wird. 20 Ampere Einschaltstrombegrenzer. Dann geht es eben auf unseren Trafo, der bringt zweimal 24 Volt raus, nur einmal 24 Volt habe ich angeklemmt, die anderen 24 Volt gehen ins Leere, ja, und 62 Ampere soll er ungefähr bringen. Dann geht es auf einen 100 Ampere 1200 Volt Gleichrichter. Direkt nach dem Gleichrichter wird es gepuffert mit einem 22.000 Mikrofarad 63 Volt Kondensator. Hier habe ich auch nochmal eine Sicherung mit drin, eine 60 Ampere Sicherung, falls der Kondensator dann durch die Stromspitzen beim Einschalten, die können ja dann durchaus mal ganz kurzzeitig, auch die Spannung kann ein bisschen höher sein dann als die 63 Volt. Deshalb habe ich zur Sicherheit hier dann nochmal eine Sicherung mit eingebaut, die ich aber nicht mit eingemalt habe. Dann geht es von dem Elko auf eine Ultrafast 120 Ampere 300 Volt Diode, Doppeldiode,
Und von da drauf geht es dann nochmal auf den 22.000 Mikrofarad 63 Volt Kondensator Pufferkondi für die RMF-Schaltung. Das sind auch alles 120 Ampere Ultrafast 300 Volt Doppeldioden hier, die Hauptdioden vom RMF. Und die Transistoren sind BU208. Die ganzen Anschlüsse vom Transistor zur Schaltung sind alle exakt gleich lang, damit die alle wirklich zum exakt selben Zeitpunkt schalten. Auch die Anschlüsse der Triggerstrecke sind auch, habe ich auch alle exakt dieselbe Länge gemacht und habe einen Querschnitt gewählt, dass sie 3 Ampere aushalten, weil so ein Transistor, der da stand im Datenblatt 1 Ampere, kann der maximal hier auf der Basis vertragen. Vorwiderstand ist 50 Ohm und nochmal 160 Ohm Potentiometer, ein 20 Watt Potti. Und der Ferritring vom RMF ist ungefähr 120 cm im Durchmesser, habt ihr gesehen, hat ungefähr 24 Windungen drauf mit 8 Quadrat und 6 Quadrat. 6 Quadrat der Trigger, 8 Quadrat Power. So, der Minus geht auf den Shunt. Das ist der Shunt-Widerstand vom Ampermeter. 100 Ampere Shunt und dann geht es unten raus zu unserem Plus und Minus. Hier ist dann nochmal eine Sicherung drin extra, aber die brauche ich auch nicht mit einmalen. Eigentlich eine stinknormale RMF-Schaltung und bei so einem riesen Trafo fällt mir das Knacken richtig auf. Ich habe jetzt neulich auch nochmal bei einem kleineren Trafo hingehört. Wenn man ganz genau hinhört, ist da dasselbe Phänomen. Ne? Weil es wurde auch schon behauptet, dass dieser Ferritring mit dem hier irgendwie in Interferenz geht und deshalb das Knacken auftritt. Das kann ich soweit verneinen, weil ich es auch schon bei anderen RMF-Chargern erlebt habe, wo der Ringkern ganz woanders geparkt ist. Ja, gut. Naja, wenn ihr da eine Idee habt, wie das Knacken zustande kommt, lasst es mich mal wissen.